Donald Trump zum jetzt offiziell 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten ist weltweit von einem neuen politischen Wind und von einem neuen sozialen Zeitgeist getragen. Dieser Zeitgeist, mitgetragen von Trump, widerspricht insbesondere der linken, sozialistischen, kommunistischen und feministischen Vision und wird deswegen von diesen bekämpft. Linke Medien und linke Demonstranten verwendeten schon vor der Amtseinführung und insbesondere seit der Amtseinführung von Donald Trump Gewalt und Lügen, um Donald Trump das Leben möglichst schwer zu machen und diesen neuen Zeitgeist zu verhindern. Liebe Zuschauer, wenn euch folgendes Video gefällt, dann helft diesem Kanal bitte durch eine Spende oder durch Verbreiten dieses Videos. Donald Trump wurde am 20.01.2017 mit einer großen Feier als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Mit anwesend waren Hillary Clinton, Barack Obama und jeweils Familien, der alte Präsident Jimmy Carter und andere hohe Persönlichkeiten. Trump brach mit dieser Antrittsrede eine Tradition von angehenden US-Präsidenten, die normalerweise eine sehr versöhnliche Botschaft in einer solchen Rede haben. Präsident Trump dankte Obama und seinem Team zwar für die friedliche Übergabe der Macht von einer Präsidentschaft zur nächsten, kritisierte allerdings viele von den Programmen, die Obama in seiner Präsidentschaft eingeführt hatte und die jetzt, wie Obamacare zum Beispiel, von Trump und seinem Team wieder zurückgedreht werden. Trump sprach außerdem davon, wie er das Land wieder zusammenführen wollte, die Arbeitsplätze wieder zurück in die USA holen wollte und generell, dass Amerika bei ihm an erster Stelle stünde. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land. A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Im Rahmenprogramm dieser Amtseinführung trat Donald Trump auf verschiedenen Veranstaltungen auf und gab kleinere Reden, auf Bällen oder zum Beispiel auf Konzerten. Als einer der ersten Schritte sprach Präsident Trump bei der CIA vor, um eventuelle Wogen zu glätten, die in den Wochen davor von den Medien ausgelöst wurden. Trump wurde sehr warm empfangen von über 400 Gästen und weiteren, die nicht in die Veranstaltung hineinkommen konnten, wie die Sprecherin der CIA berichtete. Trump sprach über die Unehrlichkeit der Medien und wie sehr er Ehrlichkeit schätze. Die Atmosphäre war generell sehr entspannt und er machte viele Witze, die vom Publikum auch begrüßt wurden. Trump stellte den anwesenden CIA-Angehörigen außerdem ihren neuen Chef Mike Pompeo vor, einen Politiker, Geschäftsmann mit militärischem Hintergrund, und sagte als Abschlussbotschaft: Ich liebe euch alle. There is nobody that feels stronger about the intelligence community and the CIA than Donald Trump. There is nobody. Maybe sometimes you haven't gotten the backing that you've wanted, and you're going to get so much backing. Maybe you're going to say, please don't give us so much backing. Mr. President, please, we don't need that much backing. But you're going to have that. And we have not used the real abilities that we have. We've been restrained. We have to get rid of ISIS. We have to get rid of ISIS. We have no choice. This is a level of evil that we haven't seen. And you're going to go to it and you're going to do a phenomenal job, but we're going to end it. It's time. It's time right now to end it. But I'd see 6, 7, 8 people for a certain position. Everybody wanted it. But I met Mike Pompeo. That was the only guy I met. I didn't want to meet anybody else. I said, cancel everybody else. You will be getting
a total star. You're going to be getting a total gem. This is a gem. And I just... I just wanted to really say that I love you. I respect you. There's nobody I respect more. You're going to do a fantastic job. And we're going to start winning again. And you're going to be leading the charge. So thank you all very much. Thank you, beautiful. Thank you. Im Verlauf der weiteren Tage traf sich Trump mit führenden Geschäftsführern von amerikanischen Unternehmen und hielt eine Sitzung. In dieser Sitzung machte er wie schon in der Kampagne deutlich, dass es sein großes Ziel sei, viele Jobs zurück nach Amerika zu holen oder Arbeitsplätze in Amerika zu behalten. Er stellte klar, dass es Steuersenkungen geben würde und dass die Regulationen für Unternehmen sowohl im Mittelstand als auch für Großunternehmen sehr stark gesenkt würde, wahrscheinlich bis zu 75%. Die Staatseinmischung durch Regulationen und die Belastung durch Steuern sollten also massiv gesenkt werden, ohne dabei aber den Verbraucherschutz zu zerstören, sagte Trump auch in Hinsicht darauf, dass er selber mit seinen Unternehmungen etliche Naturschutzpreise bekommen hatte. Unternehmen, die in den USA bleiben oder neue Fabriken in den USA bauen oder Jobs zurück in die USA holen, sollten also sehr stark von dieser neuen Politik profitieren. Unternehmen, die ihre Jobs aus den USA herausverlagern würden, würden von den Zöllen, die für alle ausländischen Produkte in die USA gelten, schwer betroffen werden. Auch in dieser Sitzung wirkte das Klima positiv und optimistisch. Im Gegensatz dazu nutzten die linken US-Medien und die linken deutschen Leitmedien diese Gelegenheit, um Trump in einem sehr schlechten Licht darzustellen. Die Zuschauerzahl zur Amtseinführung von Präsident Trump wurde mit derjenigen von Barack Obama 2009 verglichen und als lächerlich und minimal dargestellt. Der Artikel mit dem Bild Beweis dazu erwähnte allerdings folgende Dinge nicht. Präsident Obamas Amtseinführung als erster Schwarzer 2009 war ein ganz besonderes historisches Ereignis. 2012 hingegen waren nicht so viele Menschen anwesend bei seiner zweiten Amtseinführung. Auch wurden die Bilder zu anderen Tageszeiten aufgenommen, als die Zuschauer von Trump noch nicht vollständig versammelt waren. Und zuletzt war es ein regnerischer Tag zur Amtseinführung Trumps 2017 im Gegensatz zur Amtseinführung 2009 von Obama. All diese Fakten und der Fakt der körperlichen Bedrohungslage für alle Trump-Unterstützer, die sich öffentlich zu Trump bekennen, wurde außen vor gelassen in dieser Berichterstattung. Kommen wir zur körperlichen Bedrohungslage. Gewalttätige linke Demonstranten zerstörten mit Gewalt Washington in Kritik der Amtseinführung von Donald Trump. Sie zerstörten und setzten Mülltonnen in Brand, sie zerstörten und setzten Autos in Brand, sie zerstörten Fensterscheiben und sie griffen Menschen physisch an. Hierbei handelte es sich um linke, sozialistische und kommunistische Demonstranten und Antifas, die genau wie hier in Deutschland viel mehr ein faschistisches Verhalten an den Tag legen. Und zuletzt wurde der Women's March, der Frauenmarsch gegen Trump, in Washington und in anderen Städten weltweit organisiert. Besonders in Washington wurde die Teilnehmerzahl von 100 bis 200.000 von den Veranstaltern auf 500.000 künstlich hochgerechnet und gleichzeitig verschwiegen, dass sich sehr radikale Menschen und Botschaften auf diesen Protesten mit befanden. Madonna zum Beispiel, die Popsängerin, verkündete auf der Bühne, dass sie es sich sehr stark überlegt habe, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen. Good did not win this election, but good will win in the end. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House, but I know that this won't change anything. Auch anwesende Democrat-Politiker sprachen über die Befreiung der Weiblichkeit mit ihren mitgebrachten Muschi-Hütchen. Viele Frauen zeigten ihre Brüste und sprachen immer wieder vom Frauenhasser Donald Trump. Ob dieser Women's March wirklich echte Probleme von echten Frauen und Familien ansprach oder ob es sich hierbei vielmehr um eine Lobpreisung und Verteidigung des Hedonismus, von Schlampigkeit und von einer verantwortungslosen Lebensweise handelte, das kann jeder von euch für sich selbst entscheiden. Generell stimmt mich die Amtseinführung von Donald Trump sehr optimistisch, denn er scheint ein ehrlicher Politiker zu werden, da er in einer seiner ersten Handlungen 3 Executive Orders unterschrieben hat. Trump nutzte die Präsidentenmacht, um Obamacare abzuschwächen und die Strafen für Versicherer und Versicherte nach unten zu drehen. Obamacare, ein sehr umstrittenes Gesundheitsprogramm für das ganze Land, was die Gesundheitskosten sehr stark nach oben trieb.
Trump unterzeichnete eine Präsidentennotiz, dass die USA sich aus dem TPP-Abkommen, so ähnlich wie das TTIP-Abkommen für uns, zurückziehen wolle und sagte, das sei ein großer Schritt für amerikanische Arbeiter. Trump unterzeichnete außerdem einen Einstellungsstopp für die Bundesregierung der USA, außer für militärische Posten. Und Trump entzog ausländischen Organisationen die finanzielle Förderung der US-Bundesregierung, die für Abtreibungen werben oder Abtreibungen durchführen. Durch diese Taten macht der neue US-Präsident Donald Trump schon in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft viele seiner Versprechen wahr und steht damit im krassen Kontrast zu amerikanischen Politikern, aber auch zu deutschen Politikern, die wie Frau Merkel sagen, was vor der Wahl gesagt wird, darauf kann man sich nach der Wahl nicht mehr verlassen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Es bleibt höchst spannend, was Donald Trump aus seiner Präsidentschaft machen wird. Und niemand kann jetzt schon sagen, wie diese Präsidentschaft zu bewerten sein wird. Eines bleibt allerdings sicher, es wird sehr, sehr spannend. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr diesen Kanal und unabhängige Berichterstattung und Meinungen auf diesem Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir eine Spende da und